Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und zu einer neuen Woche mit dem Gorbat in WoW. So, wir waren auf dem Weg zurück zum Questgeber, um die Quests wieder abzugeben. In der Vermutung, dass wir denn eine Quest kriegen, um zurück zum Crossroads, nach Crossroads zu gehen. Werden wir aber feststellen, wenn es soweit ist. Achso, ich wollte euch ja sagen, was das da war. Zeige ich euch das Ganze nochmal. Ist ja nicht so schlimm. Zeige ich euch nochmal. Also. Dieses Dingsy hier. Das dort. Steht vor jedem Dungeon und vor jedem Raid. Es ist immer dieselbe Rune drauf, nur vielleicht eine andere Farbe. Immer dieser Stein, der unten rechts steht. Das ist der Versammlungsstein für die Höhle des Wehklagens. Also für dieses Dungeon hier. Aufgabe der Versammlungssteine war es mal, bevor der Dungeon Browser eingeführt wurde. Ich weiß gar nicht mehr, mit welchem Update der kam. Mit welchem Addon. Dass man, wenn man eine Raid-Gruppe hatte, oder eine Dungeon-Gruppe. Dungeon-Gruppe sind 5 Mann, Raid-Gruppen sind, waren mal 40er-Mann-Gruppen, jetzt sind es 10 bis 25er-Gruppen in älteren Dungeons, die man über bestimmte Events macht, können es auch noch 40 sein. Und dass man dann gesagt hat, ja, pass auf, Treffen ist an dem Stein. Oder wenn man die Gruppe komplett hatte, konnten sich halt mal 2, 3 Hansels da vorstellen. Bei Raid-Gruppen, glaube ich, 5. Und die haben sich da vorgestellt, draufgeklickt und haben damit eine Teleportation für ihre Gruppenmitglieder aktiviert. So dass ihre Gruppenmitglieder, der seit in der Raid-Gruppe oder in der Dungeon-Gruppe waren, direkt zu diesem Stein hingeportet wurden. Alternativ gab es damals auch Portale von den Hexenmeistern. Die konnten auch Portale für solche Dinge machen. Die Portale gibt es inzwischen bei den Hexenmeistern nicht mehr, glaube ich. Bin mir gerade echt nicht mehr sicher. Ich habe es nie gemacht mit dem mit meinem Hexer. Ich weiß gar nicht, ob die Hexer noch diese Portale machen können. Aber ich glaube doch, wir können sie noch machen. Die dunklen Portale können wir immer noch machen. Bin mir aber total unsicher gerade. Was das angeht, ja, kenne deine Klasse, aber das ist halt eine Funktion, die braucht kein Mensch mehr. Ne? Wenn man in der fertigen Gruppe ist, oder nicht fertige Gruppe ist, dann, ja, ist man halt mit 3 Mann, sag ich mal, man braucht, ist so, geht eine Dungeon-Gruppe, also eine Fünfer-Gruppe, Fünfer-Inni, und man ist so zu dritt, ja, dann ist man halt zu dritt in der Gruppe drin, dann meldet sich auch zu dritt in der Gruppe an. Für das Dungeon und dann ist gut. Wir können gucken, ob wir es schaffen. Ist was eigentlich eine Dreier-Inni? Also eine Dreier, also dass man 3 Charaktere eigentlich dafür bräuchte. Aber die 3 kriegen wir eh nicht zusammen. Das kann ich jetzt schon garantieren. Denn hier in dem Bereich wird keiner mehr unterwegs sein und questen. Die sind gerade alle mit ihren Mains beschäftigt. Dementsprechend wird hier keiner am Twinken sein. Ist ja nicht jeder so bekloppt wie ich. Ja, dementsprechend, wie gesagt, wir werden es alleine machen müssen. Zack, zack, zack. Ne, den will ich haben. So lange töten. Bis der Chef auftaucht. Ja, dann machen wir das doch. Ne, nehmen wir den, der ist dichter. Hi. Wo bleibt denn der Boss? Eigentlich will ich nur den haben. Gucken, ob wir es hinkriegen. Ob es ein Zeitevent ist oder. Müsste eigentlich irgendwann mal auftauchen. Wir werden es sehen.
Ansonsten läuft die Quest unter dem Motto: Können wir ignorieren, weil kriegen wir eh nicht hin. Wer aber toll was schaffen will. Denn wenn es eine Dreier-Quest ist, sind es meistens auch Mobs, die ein bisschen stärker sind. Im Normalfall Elite. Also das, was noch eine Steigerung der Rare-Mobs ist. Wer schießt hier den Scheiß auf mich? Du kommst mir nicht entgegen, ich renn dir entgegen. So, suchen wir uns Imsche? Ja, nehmen wir Imsche. Komm mal her, Fräulein. Steuerst du hier so komische Dinger mal durch die Gegend, ne? Genau die Dinger meine ich. Zack, das Leben geht noch. Da ist er doch. Ja, Elite. Ah, Trank. Ja, verdammt, schaffen wir nicht. Ah, Geist freilassen. Ja, die Quest schaffen wir nicht alleine. Da müssen wir doch in der Gruppe sein, aber ich... Wir können ja gucken, ob wir eine Gruppe kriegen. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder beim Geistheiler wiederbeleben lassen. Dann muss man aber mit der Wiederbelebungskrankheit leben. Die Wiederbelebungskrankheit setzt alle Werte, die man hat, für 10 Minuten, ja, ich glaube für 10 Minuten um 90% runter, also auf 10%. Oder man läuft zu seiner Leiche. Wenn man sich verläuft, einfach da oben raufklicken, dann kommt man zurück zu seinem, zum nächsten Friedhof. Ich glaube, zum nächsten Friedhof kommt man zurück. So. Grabstein auf der Map, ne? Logisch markiert, wo der Leichnam ist. Sollte soweit klar sein. Und übrigens, der Elite-Mob ist natürlich weg. Ne? Weil wir haben die Quest nicht erfüllt. So, dann würde ich eiskalt sagen, die Quest gehen wir rein. Das ist sowieso nichts, was wir gebrauchen können. Die brechen wir einfach ab. Dann ist gut und dann zurück zu Crossroads. Ansonsten hätte man alternativ auch gucken können, ob man irgendjemanden findet, der mit einem die Quest macht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht daran, dass hier noch irgendwer rumquestet. Sonst müssten wir ihn auch sehen. Trotz Phasing müsste man die eigentlich sehen können. Die Behandels. Die werden aber alle ihre Mains gerade noch am Leveln sein, mit Ausrüstung zustopfen und allem, was dazugehört. Deswegen ab nach Crossroads mit unserem kleinen Krabbi der Krabbe. Der eigentlich ein Skorpion ist, aber egal. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Denn ist ja eigentlich nur noch entweder nach Norden raus oder nach Osten raus. Und ja, ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Ob nach Norden oder nach Osten. Blut und Donner. Sprecht mit... Lernt reiten? Ach ja. Findet Kilda. Das ist Höhle des Wehklangs. Das ist in der Höhle des Wehklangs, genau. Kilda? Wo ist Kilda? Ach ja, da. Dann können wir das ja mal schnell machen noch. Dann sind wir diese Quest auch mal los. Eigentlich haben wir ja schon reiten gelernt, sonst könnten wir ja nicht reiten. Auf nach Orgrimmar. Das Reiten lernen. So, wir haben schon wieder fast den nächsten Level erreicht. Das geht halt, aufgrund der Erbstücke geht es halt recht fix, ne?
Weil da kriegen wir 30%, waren es, glaube ich, habe ich durchgerechnet, 35% mehr Erfahrungspunkte. Und dann braucht man an sich sehr wenig Erfahrungspunkte für den Level-Up. Und kriegt auch verhältnismäßig viel Erfahrungspunkte dafür von den Mobs durch Skillen. Das sollte das eigentlich passen. Schwuppdiwupp. Ich werde übrigens heute nicht so viel aufnehmen. Also diese Folge noch auf jeden Fall, logisch. Ob ich noch eine dritte aufnehme, werde ich gucken. Weil wir sind jetzt eigentlich schon am Montag. Ob ich dann schon die für Dienstag aufnehme, muss ich mal schauen. Denn ich würde gerne mit meinem Hexer weiter leveln. Da habe ich irgendwie gerade so richtig Bock drauf, da mal ein bisschen weiterzukommen. Wo ich eigentlich auch nicht so weit davon weg sein will, weil Schatzi levelt nämlich rein zufällig gerade im selben Gebiet wie ich. Sie hat ein anderes Startgebiet ausgesucht als ich bei BFA, aber das zweite haben wir ohne Absprache zufälligerweise das gleiche genommen. Und dann könnte man eventuell zusammen leveln. Was aber seltsam ist, dass Schatzi in ihrem ersten Stadtgebiet, also ich habe ja 100 Level, genau Level 150 erreicht, mit Dungeon und allem drum und dran, und Schatzi hat nur in Anführungsstrichen Level 113,5 erreicht. Bzw. knapp 114. Und das fand ich halt sehr seltsam. Dass sie da in ihrem Gebiet, also entweder hat sie nicht alle Souverän. Kill da. Kill da, kill da, kill da. Kill da. Die Richtung. Halt, wo ist denn die? Ah, da hinten ist der Fahrstuhl fahren. Also entweder hat sie irgendwelche Nebenquests Hubs übersehen. Was ich nicht glaube. Da Schatzi genauso bekloppt ist wie ich und wirklich jeden Winkel erkundet und jede Ecke. Und alles, was irgendwie ansatzweise nach der Möglichkeit eines Quest-Hubs aussieht. Oder es gibt da echt nur so wenig. Obwohl es mehr Hauptstorylines gibt bei ihr. Ich glaube, bei ihr waren es 8, bei mir waren es 7. Im jetzigen Gebiet, wo wir drin sind, gibt es insgesamt 10 Hauptstories, die man machen kann. Guck mal wieder unser Pony raus. Und da muss man halt mal gucken. Schwuppdiwupp. Wer ist das? Achso. Entschuldigt. Du. Ja, in Orgrimmar treiben sich noch relativ viele Leute rum. Das ist ja auch immer noch die Hauptstadt. Die wächst ja auch immer mit jedem Addon mit. Und ich gerade verdammt. Nee. Und hier versammeln sich ja viele Leute, weil in den Hauptstädten Horde und Allianz im neuen Gebiet gibt es kein Auktionshaus. Dementsprechend stehen halt viele Spieler hier rum, weil es hier die Auktionshäuser gibt, um halt die neuen Ressourcen loszuwerden. Außer man hat Glück. Ich weiß nicht, wie es auf Horde-Seite ist, aber auf Adi-Seite. Aber auf Horde-Seite ist es so. Quest beenden. 45 Gold. Erst ab Stufe 40, weil das andere haben wir schon gelernt. Dementsprechend ist diese Quest eigentlich vollkommen überflüssig. Aber es ist noch ein bisschen Talas und ein bisschen Ruf. Und das reicht ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ach ja. Denn es gibt ein neues Reittier. Gucken, ob wir es finden. Reittier. Ich glaube, das hieß irgendwas mit. War das nicht irgendwas mit Pronto? Dachte ich jedenfalls. Moment. Ich prüfe. Blätter, 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 Blätter. Ach so. Nee, deswegen hieß es nämlich Kara.
mächtiger Karawanenbrontosaurus. Da ist er. Ah, der mächtige Karawanenbrontosaurus ist das, was es klingt. Ein Brontosaurus mit Dingsbums hinten drauf. Kostet schlappe 5 Millionen Credits. Ist ein Gegenwert von in WoW-Marken umgerechnet 400 Euro knapp. Also, wer so blöd ist, das zu machen, ist meiner Meinung selber schuld. 5 Millionen sollte man in einem Jahr zusammengekratzt kriegen, wenn man so 2-3 Charaktere hat. Entschuldigung. Und Auktionshausglück hat. Aber dieser Brontosaurus ist ähnlich unserem Mammut, was wir besitzen. Ein Mehrsitzer. War es das Wollmammut? Nein, das andere Mammut war es. Das Tundra-Mammut. Das war's. Wir können das mal ganz kurz da drauf sitzen. Zack, das Tundra-Mammut hat nämlich links und rechts jemanden drauf sitzen. Einmal links einen Reparaturmeister und einmal rechts einen Händler. Da kann man einfach draufklicken, Sachen verkaufen, die man nicht mehr will. Die man halt nicht mehr braucht. Das gucken wir gleich durch, aber können jetzt mal hier die Bräu verkaufen. Zack. Beziehungsweise beim Händler, beim Reparaturmeister draufklicken und sagen hier einmal Gildenreparatur. Ich habe übrigens meinen Char befördert innerhalb der Gilde. Dann kann man Gildenreparatur machen und ansonsten reitet man das Mammut. Der Bronto hat was ähnliches, hat auch einen Händler drauf, aber nebst Händler auch einen Auktionator. Und wir haben das Glück bei uns in der Horde, steht regelmäßig, also wirklich regelmäßig, ich weiß nicht, ob die sich absprechen oder ob das immer dummer Zufall ist, aber regelmäßig stehen 3, 4, 5 verschiedene Leute immer für eine gewisse Zeit mit ihren Brontos direkt vor der Bank in unserer Hauptstadt bei der Horde und steht halt einfach nur da. Der steht echt nur da, macht nix. Steht einfach nur da und man kann gemütlich das Auktionshaus, also den Auktionator von ihnen verwenden, weil das kann jeder anklicken. Die zwei Leute, die links und rechts daneben sitzen. Dementsprechend können auch alle den Auktionator nutzen und niemand muss sich nach Orgrimmar zurück teleportieren. Ist jetzt was kein Beinbruch, weil dann kommt man hier aus der Höhle raus. Nochmal 110er, nochmal 112er. Ah, okay. Und geht halt hier wieder rein und gut ist. Ach nee, ich kann ja gar nicht gucken. Ich habe ja gar keine Auktion mit ihm. So, wir können auch mal absteigen. Und dementsprechend nutzen viele dem seinen Auktionator. Ich auch. Habe ich auch gemacht. Warum er mit dem Ballon rumfliegt, weiß ich übrigens auch nicht. Weil mit Level 23 kannst du noch nicht fliegen. Aber es gibt wohl doch noch Level 23er, die hier unterwegs sind. Stimmt, die Hochbergtauren. Ist ja eine Hochbergtaure. Das ist ja eine von den verbündeten Rassen, die ich leider noch immer nicht freigeschalten habe. Also ist keine Hauptrasse, aber mit Battle for Azeroth kamen pro Fraktion, also Allianz Horde, je 3 verbündeten Rassen dazu. Und diese verbündeten Rassen starten mit Level 20. Quasi, der ist noch gar nicht so lange dabei. Jetzt überlege ich aber. Also, Crossroads, genau. Da wollen wir wieder hin zurück. Crossroads. So. Sie sagt, Auktionator genutzt. Das fand ich irgendwie lustig. Also, ob die sich da wirklich abgesprochen haben, ob das Gildenintern geregelt ist, worauf halt nicht gerade, ob die in derselben Gilde sind. Kann ja sein, dass da Gildeninterne Abmachung ist. Wir haben hier 3, 4 Leute, die den Pronto haben. Und wenn nichts unterwegs ist, dann stellen die sich in regelmäßigen Abständen einfach vor die Bank, dass die von der Gilde aus immer genutzt werden können. Und natürlich auch von jedem anderen Spieler. Finde ich gut. Spart sich zumindest die Teleportation Richtung Orgrimmar. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil kostet ja nichts. Ah, entschuldigt. Also Bronto hätte ich schon gerne. Aber die 5 Millionen, das ist ja noch ein bisschen hin, ne? Ich glaube, da müsste man wirklich, sobald man, also erstens nicht so langsam leveln wie ich, in BFA, um auf 120 zu kommen, sondern wirklich schnell durchprügeln das Ganze, um schnell auf 120 zu kommen. Und das Ganze dann direkt mit 2, 3 Charakteren, denn auch den Ruf ordentlich hoch haben. Ich glaube,
mindestens freundlich, wenn nicht sogar wohlwollend, musste man sein, um dann die World Quests freizuschalten. Und die World Quests treten halt in allen 6 Gebieten auf, denn man spielt nicht nur auf den drei, auf dem Kontinent der Horde, in den 3 Horde-Gebieten, sondern kann auch in die 3 Allianz-Gebiete rüber per Schiff. Und dann auch da noch sich bewegen. Und in den Gebieten kann man halt World Quests machen, also Weltquests, die halt jeder Spieler machen kann. Die nimmt man halt an. Ich glaube, das ist das gleiche Prinzip wie bei Legion, dass dann irgendeine der Fraktionen gerade in dieser Woche besonders gefragt ist. Dann macht man 4 separate Missionen nur für diese Fraktionen. Kann aber auch für viele andere welche machen, aber erstmal nur für diese Fraktion. Ich bin bereit, los geht's. Und kriegt halt da nochmal einen Bonus. Einen Rufbonus. Weg zum Schutzwall. Genau, jetzt gehen wir nach Norden. Hier hin. Und gehen dann von da aus ins Eschental. Also da rein. Was denn lustig wird hier in dem Bereich. Hier steht... Ah, nee, schon mal. Ah, okay. Also Eschental ist ja kein Problem. Ne? 15 bis 60 kriegen wir ja hin. Hier ist 10 bis 60. Düsterküste. Aber... Das ist egal, wir machen Eschental. Dann sollten wir Pi mal Daumen Level 30 sein. 30, 40. Und dann können wir auch schon in den Teufelswald. Und dann mit Level 60 gehen wir dann. So zumindest meine Planung, überspringen wir die Scherbenwelt komplett. Wir werden komplett den Nordend machen, weil ich es einfach schöner finde. Oh, Boing ist online. Hi, Boing. Weil ich noch einfach schöner finde im Vergleich zur Scherbenwelt. Denn die Scherbenwelt sehen wir zwangsweise wieder, wenn wir in Warlords of Draenor sind. Das ist quasi dieselbe Welt, nur in Heile. Und dann nach Nordend geht dann nach Cataclysm. Das ist auch wieder alles hier. Das ist zum Beispiel hier der Hyal, ist der 80 bis 90. Das ist ein Gebiet aus Cataclysm. Genau wie... Nein, das nicht. Da unten ist es. Und hier ist Silithus. Nö. Wo ist es denn? Da. Uldum ist dazugekommen, genau. Und dann sollte man schon 90 sein. Zack, zack, nächste Quest ab. Hier. Hallo? Hallo. Ja, ist ja schön, dass ihr eure Grüße sendet. Darf ich wieder gehen? Ja, statt euch den da bitte. Den da. Danke. Ja, wir retten dich. Keine Panik. Oh, roll hier hin, da hoch. Okay. Ja, wir retten dich. Geh schon mal vor mit deinen neuen Freunden. In der machen wir halt bis 90 und dann mit 90 geht's dann in auf nach Pandaria. Quest beenden. Ja, den retten wir. Und dann mit 90, wie gesagt, geht's nach Pandaria. Das ist auch wunderschön. Also mir gefällt die Welt von Pandaria wirklich schön. Und BFA hat ein paar schöne Ecken, die einen, zumindest auf der Ali-Seite, das sehe ich immer beim Funk in Stream, die ein paar sehr schöne Ecken hat, die einen so richtig schön an Pandaria erinnern. Finde ich toll. So. Komm mal her. Du hast hier meinen Kumpel entführt. Oder deine Kumpels haben meinen Kumpel entführt. Beziehungsweise mein Taxi. Das kann ich ja so nicht durchgehen lassen, ne? Kriegst du erstmal einen ins Gesicht. Hier kriegst du eine Axt ins Gesicht. Ja, komm mal her. Dann kriegst du noch eine Axt ins Gesicht. Oder sogar beide. Einfach nur, weil ich bin. So. Da liege ich halt da lang. Ja, geht. Also das ist so der Schlachtplan für wo gehen wir von A nach B. Dürfte aber auch eine Weile dauern.
kann nicht widerstehen. Ich muss erstmal. Ich kann diese eine Attacke nicht vergeuden. Oh ja. Da. Ich bin gespannt, wie lange wir brauchen. Also. Ich rechne ja mit dem Schlimmsten. Das wären 2 Jahre. Mit 6 Folgen. Ich könnte mich auch irren. Kann auch durchaus sein, dass wir schon irgendwann Ende 2019. Ach, das ist da unten drin. Dass wir schon Ende 2019 unser Ziel erreichen und mit ihm, mit Gorbat im BFA unterwegs sind. Das wäre natürlich schön, weil dann ist BFA noch halbwegs aktueller Content. Also halbwegs aktuell heißt im Sinne von, dass er noch gespielt wird. Also nicht so wie das hier, ne? Wir sind zwar jetzt die anderen Charaktere unterwegs. Ja. Hi. Den trinken wir noch schnell. Hallo. Frag mich eigentlich, warum der nicht eine. Ach, weil wir gestorben sind, stimmt ja. Wenn man stirbt, sind zwar die Wetzsteine noch da. Aber die Tränke ja nicht mehr. Wir waren ja so blöd zu sterben. Also ich war so blöd zu sterben. Huch. Verklickt. So. Den sollte man nämlich, glaube ich, noch gar nicht töten. Dämonensart. Okay. Hi du. Warte mal kurz. Ich muss mal. So, wo waren wir? Hi du. Ich hab da was für dich. So ein, zwei Äxte. Kriegst du mal ins Gesicht. Tschüss. Gib mal her, das Ding. Was? Geräusche? Was ich noch machen wollen werde, ist, wir gehen einfach da lang, dass ich mir mal meinen Farming Char schnappe. Der ist rein zufällig Demon Hunter. Und mit dem mal alte Raids abklappern werde. Vielleicht kriegen wir ein paar schöne Transmogs für ihn hier zusammen. Oder ich will mich einfach mit meinem Main hinsetzen werde und alles, was ich an Erbstücken zu kaufen kriege, nochmal zusammen kaufe. Vielleicht kriegen wir noch ein paar mehr Erbstücke für ihn hier. Dann geht das Ganze nämlich noch schneller. Ich glaube, bei der Agentendämmerung, also oben auf dem Tjostplatz im Nordend, gibt es auch Erbstücke zu kaufen. Bin mir gerade unsicher. Kraft und Ehre. Zack. Zack. Verteidigen wir den Konvoi. Den müssen wir quasi jetzt den Konvoi verteidigen. 2 Minuten. Oder wir stellen 2 Minuten lang noch Gegner. Oder wir verhütten 2 Minuten, wenn wir was zum Verhütten hätten. Können wir kochen? Ich sollte. Nein. Grommel, 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 Grommel. Raus damit. Ja, komm. Es werden ja immer mehr Waffen. Guck ich das mal an. Okay, kann man sich nicht so gut angucken. Wie viele Raketenwerfer dazugekommen? Es ist ja nicht so weit. Schnell den Konvoi beschützen. Hä? Was hat hier? Ich nehme mal die Olle da. Kriegt die mal einen Raketenwerfer in die Hand. Ah. Zack. Ich
Komm schon. Ach so, die kriege ich nur damit weg. Die kriege ich nur damit weg. Die kriege ich nur damit weg. Damit nur weg. Dich auch nur. Komm. Das sind ja leider nur Boden-Luft-Raketen und keine Boden-Boden-Raketen. Ja. Dat. Geh mal weg da. Seh doch nix. Wir sind fast da. Wir sind fast da. Bam, bam. Ich habe kein Ziel. Zack. Ich brauche ein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Geh mal weg da. Wir haben es geschafft. Juhu. So. Das haben wir erfüllt. Wir haben uns auch einen kleinen Erfolg gemacht hier in nördliches Brachland. Erkunde das nördliche Brachland. Genau, wir gehen mal rein. Da, erkunde das nördliche Brachland. Erkundet haben wir alles. Allerdings die Quest. Kalm durch, Trottel. Haben wir noch nicht abgeschlossen. Uns fehlen zwei Stück. Ich finde, genau, Kolga, der Sieg, der fehlt uns leider, weil wir ja das nicht abschließen konnten. Das fehlt uns leider. Das tut mir leid, aber das ist halt eine Dreierquest. Was braucht ihr? Inspiration und Hoffnung. Die haben wir jetzt abgeschlossen gerade. Sieg über Kolga. Ich glaube, ich werde es ganz einfach machen. Wenn Schatzi, die Links online ist, werde ich die ganz schnell offscreen zu Ende machen. Dann haben wir es auch abgeschlossen hier oben. Kann ja nicht sein. So, aber wir sind bei 32 Minuten, damit ist die Folge auch wieder zu Ende. Wir sehen uns morgen am Dienstag wieder. Ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen. Das nehme ich dann morgen auf. Und ansonsten, ja, Fragen, Wünsche, Anträge, wie immer unten in die Kommentare. Also, bis denne. Tschüss.